Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und Justin Deal. Vorne Damian Downs und Joao Pinto. Und Pinto ersetzt Florian Dietz aus dem Profikader. Außerdem Georg Strauch für Marco Höger, der dann heute auch die Kapitänsbinde übernimmt. Bei Paderborn, Köln, Justin Deal. Zuletzt noch für die U20 des DFB im Einsatz. Hat der ein Tempo drauf? Deal müsste rüberspielen in die Mitte. Aber da kommt Joao Pinto nicht dran. So, jetzt haben sie mal das Tempo, aber die Ballmitnahme war erst nicht gut. Dann der Fehler von Ajombe. Er ist immer noch am Ball. Vega Zambrano, Bravo Sanchez. Und jetzt dauert das Ganze ein bisschen zu viel. Da kommt der Schuss. Und der Nachschuss. Und da ist das Tor. 1:0 für den SC Paderborn. Und es ist Moritz Flotho neu in der Startelf. In der 25. Minute. Der Schuss kam zunächst von Nikol hier im Paderborner Nieselregen. Ja, und dann der Zupfer. Und die gelbe Karte. Die Kölner wollen mehr. Finkgräfe macht. Was für ein Freistoß. Der Ausgleich. 3 Minuten nach dem 1:0 für Paderborn sorgt Max Finkgräfe für das 1:1. Die rote Karte gab es zwar nicht, wie von Coach Sponias gefordert, aber dafür führt der Freistoß zum Ausgleichstreffer. Bravo Sanchez wieder in ähnlicher Position und viel Platz für Medinkovic. Und es knallt. Guter Abschluss. So viele haben wir davon noch nicht gesehen. Dann einfach mal mit der Brechstange. Warum nicht? Nicht ungefährlich. Die weitere Reingabe von Brackelmann. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit in der ersten Hälfte. Und so startet dann auch die zweite Halbzeit. Mit etwas mehr Paderborner Anteil und er wird überhaupt nicht gestoppt und er muss abschließen. Und der Ball kullert ins Tor. Was war das denn für eine Situation? Joel Vega Zambrano mit dem 2:1. Nicht mal 2 Minuten sind gespielt in der zweiten Halbzeit. In der ersten hatte er schon einen ähnlichen Sololauf. Daraus resultierte dann später das 1:0. Und hier ist er selbst, der abschließt. Es sieht fast erstmal so aus, als käme der Abschluss zu spät. Aber er wird überhaupt nicht gestört. Nicht mal ansatzweise angegriffen. Und dann chippt er den Ball ganz, ganz frech darüber. Und er kullert irgendwie noch über die Linie. 2:1 nach 2 Minuten in der zweiten Hälfte. Paderborn macht sich schon bereit. Sieht nach einer Freistoßvariante aus. Ne? Jetzt gibt es doch deutlich mehr Anlauf. Könnte auch ein Knaller direkt aufs Tor werden. Ja, kommt direkt aufs Tor. Gar nicht mal so schlecht hier der Versuch von Niklas Natsch. Und gut aufgepasst in der Defensive. So einfach geht es dann doch nicht. Und er nimmt Tempo auf. Wird auch nicht gestoppt. Jetzt hier Bravo Sanchez versucht es, aber er ist immer noch am Ball und dann kommt er erst zu Fall. Tolles Solo von Piana Jombe. Aber alles soweit im Rahmen des Erlaubten ging auch von beiden Spielern zugleich aus. Bravo Sanchez wird auch im Grunde nicht gestört. Sie dürften einfach durch den Strafraum spazieren. Und dann ist Nikic da, klärt zur Ecke. Aber das geht so einfach, was die Paderborner da um und im Kölner Strafraum machen dürfen. Halbzeit als in der ersten. Mehr Abschlüsse, mehr Torszenen, auch mehr Eckbälle. So macht Spaß. Nächster kommt schon. Und da ist der Ball im Tor. Vorhin war es schon ein guter Schuss nach der Ecke. Daraus resultierte der nächste Eckball.
Und das war's. Die U21 des SC Paderborn beendet die kleine Ergebniskrise, holt den ersten Sieg seit dem 9.9., gewinnt 3:1 gegen die U21 des ersten FC Köln. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.